liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA San Andreas. Wir sind in Palomina Creek, also am Arsch der Welt, ja. Ist leider einfach so, muss man festhalten. Wenn wir mal rauszoomen, es ist nun mal weit draußen. So, wir haben zu tun, die Trucks mit Truck-Mission. Wir haben zu tun, verschiedene Challenges, Mount Chilia Challenge, BMX Challenge, aber auch noch Kuriermissionen. Und ja, dafür müssen wir warte mal, Kuriermission, das hatten wir ja gemacht. Die Häuser haben wir alle geholt. Import-Export müssen wir machen. Pimp, Taxi. Aber eben auch Kuriermissionen. So, und für die eine Kuriermission müssen wir da irgendwo hin. Aber dafür müssen wir erstmal irgendwie in die Stadt. Ach, so ein Polizeiding ist mir eigentlich lieber. Die sind schneller. Steigt mal aus, bitte. Danke, sehr freundlich. Und jetzt hätte ich gerne euer Automobil. Dankeschön. So, jetzt muss ich nochmal kurz schauen, wie fahre ich denn am besten. Wenn ich hier rausfahre, wie komme ich dann am schnellsten in die Stadt? Wahrscheinlich einfach nach rechts und dann nach links. Macht mal bitte Platz hier. Huch, was hat der denn gemacht? Habt ihr das gerade gesehen? Da ist ein Truck in der Straße oben verschwunden. Merkwürdig. Ich müsste nur mal hier hoch. Auf die Autobahn. So einfach geht das. Gut, dass ich mir einen Jeep genommen habe. Damit können wir auch gute Offroad fahren. Also einmal in die Stadt rein. Ja, fahrt doch am besten direkt runter. Oh, ein Monster Stunt. So, einmal runter von der Autobahn. Und dann suchen wir mal einen Kurier. Hier haben wir Robboys Food Mart. Und da haben wir nämlich eine Kuriermission, die müssen wir machen. Oh, wir haben aber erstmal noch einen Stern. Den sollten wir erstmal noch loswerden. Sterneli, Sterneli, wie wär's, wenn du mal verschwindest? Na, die Polizei ist immer noch hinter mir. Da müssen wir einmal um den Block fahren. Ist das being taped for TV? Ja, das ist fürs Fernsehen. Naja, fahren wir einmal um den Block, dann wird die Polizei mich schon in Ruhe lassen, hoffe ich mal. So, ja, toll, da hatte ich den Stern gerade weg und hab ihn wieder zurück. Nein, ey. Nur weil ich jemanden überfahre, ganz ehrlich. So, jetzt ist er wieder weg, der Stern. Und wir machen uns auf in Richtung Kuriermission.
Mit dem Fahrrad. Und den Fahrradskill müssen wir nämlich auch noch ein bisschen erhöhen. Aber erstmal machen wir die Kurier-Mission. Fahr mit dem Bike durch die Stadt und wirf Päckchen durch die Abwurfmarkierung, bevor die Zeit um ist. Halte Q&E, ja, das kennen wir ja schon von der mit dem Motorrad, nur dass wir es jetzt eben mit dem Fahrrad machen müssen, das Ganze. Hey, I got an appointment, the key. Das wird ziemlich viel Tastengedrücke. Willy! Sogar bei der Polizei liefern wir was ab. Alle Päckchen abgeliefert, fahr zurück zum Apollo-Ort und hol dir deinen Lohn ab. So. Ja, es gibt nämlich in jeder Stadt eine Kuriermission. In San Fierro haben wir die schon gemacht. Das war die mit dem Hippie-Shopper da, mit dem Motorrad. Aber hier ist sie eben im Fahrrad. So, gute Arbeit. Nun zu deinem Anteil am Profit. Und weiter geht's. Wird also wieder einige Zeit dauern, diesmal vielleicht sogar ein bisschen länger, weil ich eben mit dem Fahrrad unterwegs bin, nicht mit dem Motorrad. Aber auch die gehören zu den 100% und die machen wir ebenfalls. Päckchen abgeliefert. Unity Station. Da haben wir auch den Pimpwagen, mit dem wir dann die Pimp-Mission mal machen müssen irgendwann. Ein Vorteil hat so ein Fahrrad natürlich, es geht nicht kaputt. Man fällt aber leicht runter. Päckchen abgeliefert, fahr zu einer anderen Abwurfmarkierung. Ja, meine Radskills sind noch ziemlich down. Ich bin nie Fahrrad gefahren. Wir brauchen aber auch für Mount Chiliad, für so ein Radrennen, brauchen wir Radskills, weil da brauchen wir, glaube ich, mindestens 40%, um da überhaupt teilzunehmen. Wir brauchen Radskills, um die BMX-Challenge zu machen. Insofern ist das gar nicht so schlecht, wenn wir mal hier einige Radskills ansammeln mit dem Kurierdienst. Ich habe halt leider, ich bin halt leider nie mit dem Fahrrad gefahren. Ich fand das immer unter meiner Würde. Aber jetzt machen wir das halt mal gezwungenermaßen. Ah, müssen wir denn wirklich durch die komplette Stadt fahren hier? Warum ist das denn so weit weg? So, und jetzt noch eins für dieses, für diese Stufe und dann haben wir das auch. Fett verbrennen wir natürlich auch. Klar, aber ich will ja vor allem Muskeln aufbauen. Aua! Ja, das passiert schon mal gerne bei einem Fahrrad. Alle Päckchen abgeliefert. So, wieder zurück. Ups, sorry. Mein Fahrrad ist halt einfach tödlich. Radskills plus.
1758. Weiter geht's. Leider hat er ein Fahrrad auch kein Radio. Das ist natürlich etwas ärgerlich, aber was will man machen? Sonst müsste ich dann im Kreisrad fahren, denn wir brauchen die Radskills. Und diese Mission ja sowieso. Ich habe das Gefühl, wir fahren schon die gleichen Spots ab hier. Nein! Nicht getroffen. Ich könnte es jetzt einsammeln gehen, aber wir können einfach noch eins schmeißen, wenn wir genug. Deswegen haben wir ja extra ein paar mehr. 2 zu viel haben wir. Eigentlich. Aber jetzt habe ich eins verschossen, also haben wir jetzt noch 2 übrig. So dass wir im Endeffekt dann 1 zu viel hatten. Ich weiß gar nicht, wie viel Level war das jetzt nochmal beim Chopper? 3, 4, 5? Kann mich schon wieder nicht erinnern. Leider kann man immer nur sehr kurzzeitig mal so schnell fahren. So, gute Arbeit. 5600. Radskill verbessert. Du kannst höher springen und schneller zurücksetzen, ohne zu stürzen. Ja, normalerweise, wenn man, sagen wir mal, irgendwo gegenfährt und dann rückwärts weiterfährt und man ist zu schnell, dann fällt er runter. Aber jetzt kann ich das auch schneller machen, ohne runterzufallen. So, jetzt haben wir 10 Minuten, um 6 Päckchen wahrscheinlich loszuwerden. So, ja, 6. Sollen wir mal unser Rad umlackieren im Paint Spray? Nee, nee. So, jetzt muss ich aber kurz schauen. Eins ist auf dem Steg, das heißt, da muss ich hoch und eins ist da ganz hinten. Ach Gott, die verarschen mich doch, oder? Ist ja mal mega unnötig. Er geht doch aus dem Weg! Päckchen abgeliefert. Jetzt muss ich auf die Straße hoch. Ich muss ja auf den Steg. Da muss ich ja noch eins höher. Oder, warte mal, ich glaube, wir können auch da hinten drauf. Ich glaube, hier kommt man auch hoch. Jo. Hier kommt man auch hoch. Bumm, dagegen. Päckchen abgeliefert, fahr zu einer anderen. So, jetzt haben wir 2 von 6 abgeliefert. Radskills weiter auf Plus. Wunderbar, so gefällt mir das. Und ich bin trotzdem schneller als die ganzen Autos. Haha, ihr Lappen. Sogar berghoch. Jetzt können wir mal kurz schauen auf der Karte, ob es irgendwie strategisch klug ist, irgendwo zuerst hinzufahren. Oder ob ich irgendeine Route fahren sollte. Wir haben... Oh Gott, wie die verteilt sind. Einmal da ganz hinten, aber dann fahren wir erstmal zu dem. Die sind ja wirklich komplett in ganz Los Santos verteilt. Und das auch noch mit dem Fahrrad, ey. Wer sich die Mission ausgedacht hat, hat gedacht, hey, wie können wir die mit einer Fahrradfahrmission möglichst lange beschäftigen? Komm, wir schicken die durch die komplette Stadt.
Ich hoffe, das ist aber auch das letzte Level. Warum ist hier eigentlich der Gehweg so hoch? Hat aber irgendwer scheiße programmiert. Päckchen abgeworfen, so. Ja, gut. Idiot. Hallo. Lauf. So, tschüssi. Ich hab zwar euren Kollegen umgebracht, aber ihr kümmert euch da schon drum. Ich lasse euch einen Check zukommen über 5 Dollar. Fahr doch! Meine Hand tut schon weh, Mann. Ich weiß schon, warum ich immer mit dem Auto gefahren bin. So, und jetzt noch 2 am anderen Ende der Stadt und dann haben wir's. Ich hoffe, das ist auch das letzte. Tja, mit dem Fahrrad hier langfahren, das erweckt doch alte Erinnerungen, ha? Warum müssen wir denn so weit radeln? Warum ist das so weit weg? Warum ist diese Stadt so groß? Komm schon, Speech! Jawohl! Ach, muss mir immer irgendwer in den Weg laufen. Wo die hier ein Päckchen abgeliefert haben wollen. Und das von einem Lebensmittelmarkt hier zwischen den Dingern. Wohnt da ein Penner oder was? Eh alles Drogen. Radskills plus. Da hinten ist das letzte. Ich hoffe, das war's dann auch. Alle Päckchen abgeliefert. Fahr zurück zum Abholort und hol dir deinen Lohn ab. Bin auf dem Weg. Jetzt fahr doch, du blöder Vollidiot, Mann. Ich hasse es. Warum kann man nicht einfach eine Taste gedrückt halten und dann fährt er schnell? Nein, man muss selber Sport betreiben. Und seinen Finger kaputt machen, ey. Ja, bieg nochmal ab. Hätte ich Lust, dich kaputt zu machen. Einfach anzuzünden und... Ja, danke. Danke. Reicht jetzt mal. Will mir noch irgendwer reinfahren? Hä? Noch jemand? So, hier rechts müssen wir dann mal die BMX-Challenge machen demnächst, aber dafür brauche ich erstmal Fahrradskill.
Na komm schon, reicht das? Nein, 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 nein. Wir müssen es nochmal machen, oder? Nein, es hat gereicht. Okay, Unternehmen erworben. Robboys Foodmart. Bis zu 2000, ja, werde ich ja eh nie in meinem Leben abholen. Also, scheiß drauf.